Freunde, hallo und herzlich willkommen. Gestern war Super Bowl, jetzt Werbung. Wir gucken, los! Wow. Hey, how you doing? Did you know that for this year's Super Bowl, advertisers paid $7 million for 30 seconds of airtime? That's more money than I made in the whole year. Check out these top 10 funniest ads from Super Bowl. Moment, stopp, ich hab eine Frage. Das gehört noch nicht zum, das gehört noch nicht dazu, das ist von der Compilation. Ja. Ah, lol. Okay, ja, Frage 1 beantwortet. Gerade erst geschnallt. Frage 2. Ja. Er hat sich als AI-Lama vorgestellt. Ja. Was ich unheimlich lustig finde. Sehr cool. Ja. Aber warum die kieferorthopädische Nichtbehandlung? Ist die Absicht? Ich glaube, das ist das Foto. Gucken die so? Nee, ich glaube, das ist das Foto und darauf hat er... Weißt du, was lustiger ist als ein Lama? Ein Lama, was so guckt? Ein behindertes Lama. Sag ich ja. Nein, das ist gerade am Wiederkollen. Stimmt, dann wobbeln die unten mit dem Kiefer so rum. Ne? So Malzellen. Sieht aus, als ob der so ein Kieferbrecher gerade lutscht, so diese großen Dinger. Ja, aber links ist ausgehakt. Mhm. Komm, ich bin gespannt. Werbung 1 jetzt. Schade, Olli. 24. I'm sure we'll all agree it was money well spent. Number 10! You're right. Came in too hot. Told you I was right. Should we call a tow truck? A tow truck? Man, you built like a tow truck. Just go get it. Yeah, pull my oikos. Those are show muscles. I'll show you muscles. Have you got this protein clock? Ich finde gut, wie da unten steht, Dramatization, do not attempt. Ja. Das ist übertraumatisiert? Das ist ja so ein bisschen. Es ist aber ganz ehrlich, was wir in Deutschland mit zu Risiken und Nebenwirkungen, ja, sagen Sie einen Arzt oder Apotheker in, haben die Amis, ja, haben die, das In hat das andere Wort zersetzt bei mir gerade, ging nicht mehr. Aber das haben die Amis ja legit für alles. Ja. Was mich aber wundert, weil die haben doch das Nachsorgeprinzip. Nee, aber die können doch für alles verklagt werden. Ja, weil sie das Nachsorgeprinzip haben, das ist ja das Bescheuerte. Haben wir ja, den wenn da jetzt, Vorschlag wenn der Amis übernommen oder haben wenn, die... Nee, nee, wenn da jetzt jemand losgeht und versucht das rauszuheben, weil die gleiche Situation bei sich ist und sich was bricht und das steht nicht bei dem Werbespot, dass es überdramatisiert ist. Dann fragt der Richter als erstes, ob er den Quark gegessen hat. Dann kann er den die Quarksendung Hersteller verklagen. Die Quarksendung. Die Quarksendung. And show muscles. Take your oikos, little man. Protein pack to help build strong muscles. You crazy. Ist halt so. Ist halt Quark. Aber wenn das schon die Top 10 war... Das ist ja ich jetzt gerade nicht so. Ja. Ach, abwarten. Ja. Das war lustig. Ja? Seit der Budweiser-Werbung mit drei Fröschen wird eh nichts besser als sollen das. Sollen wir sagen, wir dürfen nicht lachen? Ist das die aus The Office? Hier nicht The Office. Wie heißt denn das Ding? Das ist doch die immer so grumpy ist. Aus der saulustigen Serie. Wie heißt denn die saulustige Serie? Nein. Kein witzig. Plan. Okay, aber es ist Mountain Dew. Wie heißt es denn me, nur? America's ja, es ist sie. And I just love having a blast. A Mountain Dew Baja Blast. Mann. Kids party? Having a blast. Ihr Chef ist in der Serie der Typ mit dem Schnauzer. Okay, hilft gar nicht alles. Keine Ahnung. Ich komme nicht auf den Namen. Later. Oh. Having a blast. Getting abducted by aliens? Having a blast. This part always takes a while. Yep, having a blast. Bring it, Jay. Ah! Having a harder. We blast. Ist halt schon bezeichnend für die Generationen auch, ne? Ja, das ist schon mal witzig. Dr. Das I can have a blast anytime, anywhere. Wer ist hier, Chef? And with anyone? Du meinst The Office? Ja, hab ich gesagt am Anfang. Ah. Also war doch The Office. Weil mir keiner recht gegeben hat, dachte ich, ich war falsch. Ich hab's nicht gesehen. In stores everywhere. I too am having a blast. Also ich kann mir nicht helfen, aber ich fand die jetzt nicht so cool, die Werbung. Ich fand sie schon witzig. Ich fand die lustig. Ich fand die ganzen Referenzen fand ich lustig. Ja. Das, aber ohne das Referenzen. Das S-Gulli. Aber das Produkt da drin war komplett austauschbar. Ja. Ja, aber es war, es hieß ja Mountain Dew Blast. And he's having a blast. She's having a blast. Das ist der Witz. Wir beide haben auch gleich einen Blast. Ja. With so many choices on booking.com, there are so many Tina Fey's I could be. So I hired body doubles to help me out. Girls weekend Tina at a Miami villa. Hey! Family Tina who loves a hotel with breakfast included. Tina, you're allergic to wheat. Cool mom Tina loves holiday homes with a view.
look at your mother! Romantic Tina, who booked this cozy suite for two? Who, thanks to free cancellations, can become non-committal Tina? Splurgy Tina loves a hotel near Rodeo Drive. Is that my credit card? This moat Tina loves Hotel Jim. Did you? And the five-star filter is perfect for five-star Tina Fey. Call me Tina. We love the peace and quiet. No! Tina Fey, no! I feel like the resemblance is slipping a little bit, right? Wild Tina booked a farm stay to ride this horse! What the fuck is going on? Glenn Close? Das ist ja die Booking-Werbung für einen Fiebertraum. Die Idee grundsätzlich... Ja. Sehr gut, du sprichst jeden an, aber ich habe das Gefühl, sie haben sich beim Schreiben verloren und sie machen jetzt gerade das Booking Cinematic Universe auf. Ja, erstens das und zweitens haben sie den Fehler gemacht, den wir immer gemacht hatten. Wir hatten einen Gag und haben das Skript drum geschrieben. Ja. Das ist hier aber komplett daneben. Man muss aber jetzt am Ende noch jemand in den Kopf platzen. Erst dann ist es ja, gut. Ja, muss einer überfahren werden am Ende. Oder das. Ja. My nemesis with millions of possibilities. Bring the bread, we're going to Texas. On booking.com. You can book whoever you want to be. Okay, thank you. It's my life. I don't need Green, a body Alter. Double for this one. Who are you? Leute, ihre Schulter war durchsichtig. Oh, we have met, Glenn. Ja. Booking.com. Booking. Yeah. Wild. Sehr wild, sehr wild. Also, aber Greenscreen ungefähr auf Level von Star Wars Episode 1. Wir können ja jetzt auch nicht sagen, ich habe den Super Bowl nicht geguckt, ich habe die Originalwerbespots auch nicht gesehen. Das ist ja jetzt einfach die Compilation, die unmittelbar danach rausgekommen ist. Das ist. Vielleicht sind es auch gar nicht die. Nee, es ist ein Werbekonnoisseur. Das Lama. Das ist beim Football ja eh so ein Ding. Football ist die einzige Sportart, bei dem mehr nicht gespielt wird, als gespielt wird. Die haben so viele Pausen, das ist insane. Digga, never not trust a Lama. Altes peruanisches Sprichwort. Das stimmt. We're making a big change to Reese's Peanut Butter Cups. No! We're adding a delicious layer of caramel. Yes! Yes! Not caramel! But we're only making a few of them. A few million. Yes! Wait, are you still selling the regular cups? Yep. Yeah! Okay. Mein Humor. Also die starke Werbung. Die war wirklich. Die haben mir sehr gut mein gefallen. Ja, habe ich auch richtig. Gekriegt. Kurz, knackig, Werbebotschaft rübergebracht. Absurd. Da stand überhaupt nicht, dass das dramatisiert ist. Nee, das war ist ja auch eine ganz angemessene Reaktion. Ich bin auch. Ja, kann ich schon sagen. Reese's Caramel Big Cup. Yes! Number six! I was 36,000 feet in the air when... Excuse me, is there a doctor on the plane? I'm a doctor. The name's Umstick. Dr. Umstick. Get my bag, stat. Sweet, creamy relief. Oh, am I gonna be okay? I have no idea. I'm not a body doctor. What? Where did you all get those? Can somebody help me? I'm sorry about it. Another day, another drumstick. Was zur Hölle? Ich hab's gar nicht gerafft. Die ist genauso weird wie seine Show. Aber das ist nur, weil das Eis Drumstick heißt, haben sie sich überlegt, Doktor, oh, wir fangen mit DR an, wir machen da einen Doktor draus. Aber das Eis würde ich jetzt essen wollen. Ja, das Eis würde ich jetzt auch essen wollen. Das hat das funktioniert. Total lecker. Das aber hatte er jetzt Flugangst oder Durchfall? Oder? Ja, weiß, sein Blinddarm ist geplatzt. Ach, der behaupte ich jetzt. Ja. Ach so. Das wäre aber nicht witzig. Nein, aber der Arzt wollte ihm ja auch zuerst helfen, aber dann hat er sich für ein Eis entschieden. Ein Drumstick. Also ich fand die Werbung davor besser. Jeder jeder von uns kennt den Namen des Eises jetzt auch. Bei diesen Törtchen habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißen. Reese? Aber das, weil du die nicht kennst. Reese? Mein Schatz, ich kenne Drumstick kenne ich auch nicht. Eise essen. Hm? Ja, Eises. Aber ich kenne auch keinen Drumstick. Sommer. Das heißt, da esse ich ein Zitroneneis. Aber Dr. Umstick wäre auch übelst geil für so eine Änderungsschneiderei. Dr. Umstick? Ja, für eine Narbenbehandlungsfirma. Oder sowas. Dr. Umstick. Kostet das auch teures Geld? Ja, natürlich. Zitroneneis ist meine Welt. Das ist als Maulmacht, hier die Ärzte, come on. Ja. Yes, lustig. That means... Yes, there's a better chicken wing. Popeyes. The Sailor Man? No, the chicken place. Crispy.
Juicy. What else have we done? I mean, man, there's a lot. There's a lot that's been going on. Here we go. Make it stop! Make it stop! Two dogs in one? Impossible! A pack or your fanny? Genius! What the? We did it! The wait is over. Popeyes finally has wings. Love that chicken. Okay, also, ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch sehr, sehr seltsam. Ja. Ein bisschen ambivalent, aber die Hühnchenteile, die Bucket voll mit Details, sahen übel räudig aus. Das ist das Ding. Das hat die Werbung gemacht. Ich habe tierisch Bock. Ich habe Bock, einen Film mit ihm zu gucken, aber ich will die Chicken Wings nicht essen. Nee. Einen Film mit ihm zu gucken, dabei Chicken Wings zu essen, aber nicht die. Ja, und ich habe Bock, den Film zu gucken und bei KFC ein Bucket zu bestellen. Oh, wollen wir bei KFC gleich bestellen? Wollte ich jetzt nicht callen, aber... Ich weiß nicht. Aber KFC ist schon nice. Ist euch mal aufgefallen, wie absurd groß die KFC-Filialen hier in Berlin sind? Ja. Also, das sind so ganze... Das sind ja, so Tempel. Ganze Tempel, ja. Tempel des Geflügelleids. Ja. Ich mag den Schauspieler übrigens nicht. Ich finde den zu albern. Wiesenhof, am I a joke to you? Ich mag den in Community auch total gerne. Ich finde den ziemlich super. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, du kennst ihn nur als den Hangover-Schauspieler. Das ist doch doof. Ich mag die Hangover-Filme nicht. Ist nicht mein Humor. Nee, das auch nicht. Community, Community ist ja ziemlich cool. Ja? Ja, aber generell, guck dir Community an. Das ist eine wirklich fantastische Serie. Aber Drumstick will ich immer noch. Ist für mich das zweite Scrubs gewesen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, Community. Ich habe letztens erst erfahren, was das für ein Fiebertraum ab Staffel 2 wird. Community? Ja. Yeah. Das wusste ich nicht. Ich habe Staffel 1 noch nie geschafft. Ja, das wird so geil. Das wird so geil. Ich sag nur Bettenbogen-Fight, Alter. Ja. Holy shit. Drumstick. Opening. Ja, alle sterben. Die waren gleichzeitig da? Oreo. Ich glaube nicht. Ja, weiß ja keiner. Achso. Team on the left, we get out of here. Das ist Team on the right, we stay with those guys. Hey people, we're on the move! Let's go, Kevin. Get your spear. Kevin. I just feel like she doesn't take me seriously. Don't say that. Whoa, whoa, whoa! Can we help you? I have a delivery for Athena. You know any Athena? I don't know any Athena. Twist on it? Yeah. Cream on the right, we'll let him in. Oh! Welcome to Troy! Open the gate! Hey. Have fun in there! Oh, die machen ein Game da draus. Yeah. Yeah. Troy! We report this? I just twisted on it! This never happened! Cream on the left. I program you to think for yourself, my boy. You sure that's a good idea? It's artificial intelligence. It's the worst that could happen. Hello, Father. Yeah, absolutely not. Die Dragon Ball Crew. What was that? Boy bands. They're gonna be huge. Fine. Cream on the right, we're in. Woo! So every little detail about our family will be on TV? Yep. Who would watch that? All right, let me twist on it. Cream on the left, we'll do the show. Hope you can keep up. Wait a minute. We could have been twisting on everything this whole time? Yes. Since forever. This is gonna make our jobs so much easier. Okay. Jetzt eine Frage. Ja. Wenn ihr jetzt einen Oreo twisten würdet, würdet ihr die Seite mit links abziehen? Kommt doch an, ob ich ihn so oder so halte. In welcher Hand er hauptsächlich. Wenn ich ihn in der linken Hand halte, dann twiste ich mit rechts. Wenn ich ihn in der rechten halte, dann twiste ich mit links. Aber würdest du das wechseln? Ich würde ihn deckel. Ich würde immer links. Ich öffne Deckel auch mit links. Aber ich bin ja Rechtshänder und ich würde einen Orion mit der linken Hand halten und mit rechts twisten. Ich habe total Bock, nichts zu drehen dabei. Ich habe einfach Lust, sie auseinanderzuziehen und zu gucken, was passiert. Das zerbricht. Ich glaube, das ist eh nie so eine saubere Angelegenheit. Und noch nie habe ich das Schmand gesehen. So perfekt. Es ist immer den Schmand an beiden Seiten und dann geht der Streit erst richtig los. Oh, ja, aber so richtig Zündstoff, so richtig Öl ins Feuer gießen. Ja, schon. Weißt du, das ist der Plan? Ist, ja, die wollen die Nation weiter spalten mit der Werbung. Ja, haben sie. Sie haben ja jetzt. Ich glaube, das ist eine politische Agenda. Die wollen das Land weiter spalten. Sie haben ja jetzt auch gerade gesagt: Spalter! Götter entscheiden. Spalter! Götter entscheiden plötzlich mit dem Oreo-Twist über das Schicksal der Welt. Was ich halt geil finde, ist, keiner von denen kam auch nur ansatzweise auf die Idee, den Scheiß zu essen. Das war. Das darum geht es, geht um den Spaß. Ja.
Naja, weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Aber es ist wirklich so, I had twist on that. Schade, weg. Ja, genau das. Trotzdem muss ich sagen, Reese immer noch ja. Beste. Nee, Drumstick. Von der ja, schwierig. So Kosmetik, oder? Ja, Abschminkzeug? Also ich sag mal so. Ah, die ist fantastisch. Ja? Ja. Aber das kann I'm Michael Cera and I'm pleased to announce that this is my cream. Cera V. Die ist geil. Aber die gab's davor schon. Generosity. The truth has been hiding in plain sight. I am Cera V. Die ist so geil. Can human skin truly be this moisturized? Oh, yeah. Wow. Let my cream hydrate you. I like this. Das ist so dumm, ich lieb's. Three essential ceramides. All day hydration. I'm telling them our story. Stark. CeraVe, developed with Michael Cera. Das Ding ist 10 von 10. That's me. Cera. Es ist schon. Das Ding ist wirklich fantastisch. Was ich beeindruckend daran finde, ist, für mich macht das eine Firma komplett sympathisch, weil du weißt, da sitzt keine Chefetat. Die Idee hat irgendjemand gepitcht, der ist. Low-Level Support. So, die sitzen in einem Kreativmeeting, sagen, ja, lass mal mit dem Namen spielen, CeraVe, Cera. Was ist, wenn Mike Cera Werbung für uns macht und dann geht's halt los? Ja. So, aber kein CEO von so einer, Marke. Mike Cera, wenn man so ein paar Sachen mit dem gesehen hat, der hat super viel Input dazu gegeben. Ja, der hat die Idee einfach gepitcht. Vielleicht auch das. Leute, pass auf, ihr heißt Werbung. So. Ja. Wir machen den Werbespot. Ihr zahlt mir 2 Millionen, wird aber gut. Ja. Also ich möchte, CeraVe. CeraVe benutzen und dabei mein Drumstick essen. Essen. So. Ich frage mich gerade bei der... Weiter mit Hühnchen einreiben. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hat das so noch sogar eine Metaebene und er hat tatsächlich irgendwie eine Beteiligung oder als Gründer von dem Ding und das ist so ein krasses Meta-Ding. Nee. Also ich habe gedacht, so ein geiler Name für eine Creme wäre CeraVe und ich nenne es einfach CeraVe. Ich habe heute Morgen wirklich aus Versehen, ich mache Instagram auf und sehe bei Hypebeast eine Werbung. Und wenn die nicht gleich kommt, dann ist die ganze Compilation für den Arsch. Platz 2. Oh, da ist sie. Christopher Walken. Nice ride. Legende. It's the real deal. 100% electric. It's the real deal. Yeah. Thank you. Of course. Enjoy your coffee. Careful, it's hot. Your dog's so cute. Ist der Joke, dass alle mit ihr reden? Die Werbung heißt Talkin' Like Walkin'. Ja, geil. Ich lieb's. Yeah. Ooh, so adorable. Yeah, wow. Yeah. Like, we both know. It's the man. Makes the clothes. Come on. You know, you look nice. Okay, with that. Hello, Mr. Walkin. Does this table work for you? Yeah. Yeah. Did someone say yeah? Don't you got somewhere to be? Yeah. Oh, gutes Tie-in. Oh. Stark. There's only one Christopher Walken and only one ultimate driving machine. The rest are just imitations. Come on. Clever. Lustig. Ich muss sagen, das absolut Beste an der Werbung ist wirklich direkt das Erste, wo der Asiate sagt, the real deal. Und er so dieses... Ja. Ich liebe das so. Ascher hat ja die Halftime-Show gemacht beim Super Bowl, deswegen war das halt einfach auch ein guter Gig, dass der da plötzlich sitzt. One. Of course, Bud Light. Ohne die geht's nicht. Are you? The Bud Light Genie? Yeah. So we get wishes? It's my thing. Gimme. 80s metal hair. Yes. Filthy rich. So filthy. Invisible? Predictable. Giant bicep. Big one. Sports car? Stretch it. Oh, that's not. DeLorean? What's next? Bud Lights? I wish Peyton Manning was my best friend. Uh-huh. What are we doing? Hey. Oh, Post Malone. Hey.
fire. Der Typ mit seinem Arm. I'm a genie. Gemini. I'm a genie. Well, look at you. Nope. We're Post Malone. Toast. Yeah! Let's go to a big fight. Yeah. He's gonna need another bicep. House party. No. Definitely. Let's go! Also. Guilty. Guilty. Should have hit screen. Now we're talking. Well, that's it. Do you agree with the... Okay, da okay, war, stark. Die war, stark. Einfach, die war einfach richtig teuer. Ja, das ist halt Budweiser, ne? Einfach Bud. Random Shit mit vielen Stars. Tut mir leid, ey. Aber die haben diesmal auch eine Werbung gemacht, weil sie echt auf Nummer sicher gehen wollten, dass Olle Kid Rock nicht wieder drauf schießt. Oh Gott, das war unangenehm. Das war extrem unangenehm. Vor allen Dingen war ja doch irgendwie... Da haben die USA einfach mal wieder gezeigt, wie peinlich sie sind. Ja, komplett. Ja, ja. Aber vor allen Dingen das Geile war ja auch, er wurde ja zwei Tage später oder so, wurde er ja auch fotografiert, wie er trotzdem in der Öffentlichkeit weiter Bud Light trinkt. Ja, ja. Aber vorher so... Das ist ja immer so. Das ist ja getreu dem Motto, auch Nazis essen Döner. Das ist ja immer so. Ich habe hier unter diesem Video übrigens auch... sehr viele Kommentare gelesen, trotzdem. Ja, ja, klar. Bud Light trinke ich immer noch nicht. Ach, dann trink's halt die nicht. Die haben transsexuelle Unterstützung. Freunde, für mich trotzdem, Winner einfach Reese, muss ich sagen. Mann. Platz 2 wäre für mich die Bud-Werbung gewesen, Platz 3 Christopher Walken. Ja, nee, Michael Cera war so Michael stark. Ah, Michael Cera, shit, ja. Michael Cera ist Platz 2 und alles andere rückt ernst nach Michael hinten. Michael Cera ist für mich Platz 1, ich fand die so grandios. Die war wirklich stark. Die erinnert mich, kennt ihr doch früher von der Bully-Parade, wenn sie die CK1-Werbung nachgemacht haben mit dem Just Fly. Ah. Ja. So gut. Jeder kennt die Just Fly-Werbung. Ja, ist fantastisch. War schöne Werbespots dabei. So sieht's aus. Kann man sich wieder aufs nächste Jahr freuen. Fand das gar nicht so gut. Es war okay. Also mich hat jetzt nichts vom Hocker gerissen. Außer Drumsticks. Sarah Viva, das möchte ich jetzt haben. Ja. Und ich möchte einen Drumstick essen. Okay, ich verstehe. Und die BMW-Werbung fand ich intelligent, aber ich glaube, so einen richtigen, ich lache mich tot. Okay, Nadine hatte keinen Blast. Ja. Nee. Vielleicht hattet ihr einen Blast. Schreibt es doch in die Kommentare, was ihr zu der Werbung sagt und dann sehen wir uns später wieder. Tschüss. Tschüss. Gibt es Drumsticks hier? Ich brauche einen Drumstick. Nee, aber es gibt die heißen hier anders, aber es gibt hier nur Sydney. Ja, gibt es Nogger mir einen, nur anders? Nee, aber dasselbe. Der hat Nogger mit Karamell ist ekelhaft. Schokonuss, Karamellkern und Vanilleeis.